Let's Play Borderlands The Pre-Sequel auf GameTube und ich glaube, das ist eine absolute Premiere, denn wir spielen zu vier! Ja! Mit Daniel Veit, Michael Obermeier, Martin Lee und Christian Fritz Schneider. Unglaublich. Ich darf nichts sagen. Nee, danke. Schnauze. Ruhe. Wir spielen Borderlands The Pre-Sequel. Wir sind jetzt hier schon im Charakterauswahlmenü, denn wir dürfen euch das Intro noch nicht zeigen. Das gibt es aber in Kürze auf dem Kanal und ich muss hier eigentlich auch mal schnell mein Outfit noch umstellen, weil das Spiel geht nämlich hier in weniger als einer Minute los. Wir können ja mal kurz sagen, die Outfits umstellen. Wer spielt denn was? Ich bin Claptrap. Dann bin ich hier der, wie heißt er, der Enforcer Wilhelm, der mit seinen Drohnen irgendwie Sachen macht. Ein sympathischer Kasten, so wie in echt halt auch. Ich spiele Fina, die Gladiatorin, und Michi, wie immer, den Scharfschützen oder die Scharfschützen in diesem Fall. Genau. Bleib jetzt mal bei der Werkseinstellung, damit die Leute mich auch erkennen. Aber ich könnte eine Mütze aufziehen, so ein Indoor-Mütze-Typ. Ich könnte mir so, eine Schachtel auf den Kopf setzen, aber das mache ich auch nicht, denn ich verwirre ja unsere... Klingt eigentlich alles beides ganz gut. Der Fritz und ich, wir kennen uns mit Borderlands total aus. Wir haben natürlich keine Sekunde Pause zwischen Borderlands 2, unserem 100 Folgen Borderlands 2 Let's Play, in dem hier einziehen lassen. Das heißt, aber man kann ja den Namen sogar ändern. Ach scheiße, das schaffe ich jetzt in der Zeit nicht mehr. Entschuldigung, Michi. Und Daniel hat ja am Anfang bei Borderlands 2 auch mitgespielt, ging dann aber irgendwann nicht mehr. Und Martin kennt nur das unlustige Borderlands, nämlich Destiny. Aber das wird schon hinhauen. Martin, jetzt bist du, glaube ich, nicht rechtzeitig beigetreten, oder? Da war jetzt kein Häkchen bei deinem Charakter, oder doch? Ich glaube, da startet jetzt ganz normal. Das sollte schon passen. Wird da Straf reingezogen. Hallo, Kammerjäger. Danke, dass du Hyperions Ruf gefolgt bist. Leider wird die Helios-Raumstation zur Stunde von wahnsinnigen Teil-Militäreinheiten angegriffen. Bitte nimm dieses Echo-Gerät. Folge mir nun. Aha. Da soll ich alle mal kurz... Ha! Mal kurz angucken, Michi. Ich kann es ja mal kurz anschauen. Ich krieg lauter Loyalitätsboni. Ja, ich auch, weil wir halt die krassen Borderlands 2-Checker sind. Geil. Also irgendwie hat die Lost Legion hier irgendwas angegriffen. Das ist alles ein bisschen, wir wissen noch nicht so richtig. Hier ist unser Raumschiff, mit dem wir auf dem Mond gelandet sind. Abgestürzt. Ja. Ich kann euch inspizieren. Das erste Mal in deinem Leben siehst du richtig niedlich aus. Danke sehr. Mensch, mein Onkel Klopfer, der hat sich auch mal inspiziert. So, ich muss mal ganz kurz meine Maus-Sensitivity noch runterstellen, weil mich die ist voll krass. Wahnsinnig macht. Ich muss die von 60 auf 20 bisschen, runterstellen. Schon ein bisschen hart, wir sind ja mehr so die langsamen Typen. Also ihr. Ist ja witzig, wir starten gleich mit zwei Waffen. Okay. Was habe ich? Oh, cool. Sind wir denn jetzt schon auf dem Mond? Ich glaube, ja. Aber hier ist... Nee, das ist Helios Station. Kann eigentlich nicht sein, oder? Müsste die Schwerkraft doch anders sein. Da ist ein Fixloader, den kann ich schon mal abknallen, aber der reagiert nicht. Ah! Was? Ihr macht schon Stress? Ich habe meine Waffe, ich wollte eigentlich nachladen und dann habe ich meine Waffe weggeworfen und die ist explodiert. Das ist aber bei den Waffen so. Das ist ein Feature bei der Waffe. Ach. Das ist so, die funktioniert dann als Granate. Krass. Die ist so gut, dass wir uns auskennen. So, jetzt geht's doch. Wer ist denn nochmal die Lost Legion? Wo müssen wir denn hin und was ist denn überhaupt los? Das geht so gut los. Aha. So, haben die Claptraps haben immer dieselben Stimmen, oder? Ja. Oder hält Daniels Claptrap einfach die Klappe? Oh, wie cool das schon wieder ist. Ups, hab den Falschen weggeschossen. Ich halte mich mal an Michi, ich glaube, der weiß, was er tut. Ich glaube, der muss nämlich wissen, was ich tue. Bitte? Wer sind denn die Bösen? So rote. Da ist einer. Ach so, feiger Fixloader ist gar kein Böser. Ah, hier, das sind hier die Lost Legion-Truppen. Vor allem, die haben alle schon einen Helm auf. Bin so überfordert. Wissen die was wir nicht wissen? Erkennt man das am Helm, oder was? Na, wer weiß, vielleicht gehen hier gleich die Türen auf und dann ist Schluss mit Luft. Was dann kommt, Gesundheit. Verkehrsunfälle zur Tür. Gesundheit. Also der Plan ist, dass wir dann auch reihum jeweils die Videos durchschalten in der ersten Folge. Ah, wie gemein. Also wir werden reihum ein bisschen umschalten mal. Die ersten 1, 2, 3 Folgen oder so ziehen wir bei Michi zu. Und dann bei uns anderen. Aber ich schmeiß die ganze Zeit meine Waffen weg. Ich freue mich
Das muss so. Besonders die Leia kennenzulernen. Völlig zwanglos, vorerst. Scheiß Soldaten sind oder was sie auf dieser Raumstation wollen, aber sie sitzen mir im Gedächtnis. Wir hätten ihn eigentlich auch noch teabaggen können. Eure Helios-Raumstation gehört jetzt der Lost Legion. Ergebt euch, bevor es zu spät ist. So, und Jack ist ja eigentlich der Bösewicht aus dem zweiten Teil gewesen. Richtig. Wir erfahren jetzt irgendwie, wie das sein kann, dass der jetzt hier der Gute ist. Und die ganzen Figuren sind ja auch teilweise Bösen gewesen. Wir sind ja alle böse. Ich spiele ja die Sheriff Tossi, die wir in dieser einen Quest I Shot the Sheriff umgeschossen haben. Aber sag mal, die den Hilfs-Sheriff habt ihr aber nicht ist doch nicht böse. Oder? Also wenn in diesem Spiel einer der Böse ist, dann ja wohl Claptrap. Wieso denn? Der ist nur dumm. Habt ihr mich jetzt gezwungen, dass ich irgendwie so einen fiesen Roboter spiele oder was? Ja, du verwandelst dich nachher. Na toll. Wie immer. Aber no spoiler. Nee, Quatsch. Wir machen euch alle nieder. So. Oh, Moment. Ist tot, fast. Nee, ich mach hier. Ihr schießt mir mal nicht alle Gegner weg. Du hängst oder am Boden rum. Halt. Kümmere dich erstmal um dich selber. Ja, aber man kriegt ja, wenn man erschossen würde, hat man ja nochmal eine Chance. Wenn man dann noch jemanden erschießt, während man rumliegt, dann steht man ja wieder auf. Das macht das ist ja das coole Feature aus Borderlands 2. Deshalb mache ich es jetzt auch die ganze Zeit. Das ist alles nur Vorführeffekt. Machst du echt gut. Ja, oder? Also ich dachte, ihr wollt es vielleicht mal, ne? Ein bisschen genauer. Ja, zum Sterben ein Talent. Ja, ich hab immer so einen Schlager. Daniel, würdest du mir vielleicht bitte nicht jeden letzten Kill wegnehmen? Doch, mach es. Treib ihn in den Wahnsinn. Das habe ich bei Martin bei Dota gelernt. Immer schön den anderen die Kills wegnehmen. Was hast du irgendwas gelernt? Ach, Moment mal, darum geht's bei Dota? Auch cool. Dann blute ich hier einfach noch ein bisschen weiter. Soll ja ein super Zeitvertreib sein. Aber nur zu, lass dich nicht stören. Ich bin ja nur dein Auftraggeber. Oh, sorry. Wie ist denn das mit dem Heil-Dings? Man heilt sich. Aber wie? Der Jack heult hier über uns rum, weil wir ihm nicht helfen, ne? Ich find's voll krass, wie viel Zeug man gerade aufsammelt, wenn man von Destiny kommt zum Beispiel. Sorry, mein Herz. Ich war noch nie unter Beschuss. Macht aber Spaß. Diese Verrückten haben die Helios-Station angegriffen, kaum dass ich euch gerufen hatte. Wenn wir sie zurückschlagen, können wir in Ruhe nach der Kammer auf der Mondoberfläche suchen. So, jetzt gibt's hier eine Quest. Jack gefunden und gerettet, geschafft. Gibt's ein Schild für. Das ist Kugeln, bis er verbraucht ist. Dann musst du in Deckung gehen und warten, bis er sich wieder auflädt. Hey, ich aktiviere kurz die Steuerung der Verteidigungsanlagen. Gleich kontrollieren wir Geschütze, Kraftfelder, Laserdrähte. Diese Arschlöcher, die werden Bauklötze staunen. Was? Blockadesignal kommt von Elpis, Pandoras Mond. Boah, frittest du auch so eine geile Waffe? Mindestens. Ich habe nämlich im Inventar eine total coole Pistole. Vermutlich halt als Dank, dass ich Borderlands 2 gespielt habe. Boah! Wo könnt ihr denn ins Inventar gucken? Mit I, wie Inventar. Mit Back. Auf dem Gamepad. Aha, ich habe nämlich noch gar nichts. Nee. Ich habe aber auch keine spezielle Waffe drin. So, wir müssen und so wie, den Flug wie kann ich manuell irgendwie Heil-Dinge aktivieren? Heiltränke? Weiß ich gerade gar nicht. Ich dachte, dass man die automatisch hat. Was denn? Was willst du heilen? Heilt sofort, wird beim Aufnehmen verwendet. Also die Sachen, die kannst du gar nicht so mitnehmen. Genau, die kannst du nicht mitnehmen. Du kriegst später auch so eine Art Autoregeneration, je nachdem, was für Ausrüstung du anlegst. Ach, kann das sein, dass der Loot immer nur einmal da ist und ihr mir immer alles wegnehmt? Die Munition wird geteilt. Davon wüsste ich nichts. Ja, jetzt habt ihr mir nämlich schon zum vierten Mal alles weggenommen und ich habe immer noch meine Kack-Anfangswaffe. Oh! Wieder diese Körnertussi! Wir schalten zu dem Plan, verpasst den Waffen! Hallo, Jack?
Oh, hat aber gereicht. Okay. Ist aber alles so ein bisschen auf Droge, oder? Sie hat die Schiffe zerstört. Wir müssen irgendwie anders von der Station runterkommen. Was war das für ein alienmäßiges Ding? Ich hab keinen Dunst, aber ich hab so das Gefühl, es könnte uns mit seinem Gehirn töten. Also, lauf weiter. Jack, verdammt, was ist los? Ich bekomme Alarmmeldungen von überall auf der Helios-Station. Nichts, allerhöchstens. Eine unserer Klemmkörpereinheiten wollte nur einer Steckdose einen Zungenkuss geben. So. Muss ich Sie daran erinnern, dass Sie Pandora beobachten sollen und sonst nichts? Wieder alles weggenommen. Wenn Sie Schäden auf der Helios-Raumstation verursachen, dann mache ich Sie persönlich... Verzeihung, Sir, die Verbindung bricht ab. Ich kann nicht... Verzeihung. War sowieso ein langweiliges Gespräch. Ich hab's noch gedacht, weil ich dachte, Sie hätten aufgelegt. Mein Fehler. John. Oh. Verfluchter Mist! Ich will diese Station und ich will das Universum retten. Was soll das bedeuten? Oh oh. Wer liegt denn da? Ich bin down. Hast du noch irgendjemanden, den killen kannst? Nee, sonst? Ich sehe da nicht rein. Ich heile dich mal. Danke. Wie heilt man den anderen? Mit E gedrückt hinlaufen und X drücken. Ja, das werde ich nie brauchen. Verreckt doch alle hier. So ist es. Da kann dir wenigstens keiner mehr das Loot wegnehmen. Es geht aber schon ganz schön fetzig los. Ja. Also, da war der zweite noch ein bisschen ruhiger am Anfang. Ah, ich bin fast tot. Wie schnell man auch schon den Schild hat. Wow, was war denn das gerade? Das war wahrscheinlich meine Waffe. Ach nee, das war glaube ich Jack. Nee, das ist irgendwie Jack in seinem Nahkampfangriff. Die Spezialfähigkeiten hat noch keiner, oder? Die haben wir noch nicht. Hab ich das übersehen? Nee. Ich glaube, wir haben noch nichts. Nee, ich bin zwar Level 2, aber muss man gleich mal Fertigkeitenbaum gucken. Das war doch bei Borderlands auch so, dass du nicht bei jedem Level-Up schon gleich noch einen Punkt bekommen hast, oder? Keine Ahnung. War das nicht so ein bisschen komisch in die Länge gezogen? Wenn es irgendwie Videobeweise gäbe, dass wir das mal gespielt hätten. Ja, aber sowas müsste man, dazu bräuchte man ja irgendwie so eine große Videoplattform oder sowas, wo man das festhalten könnte. Level 3. Wie viel kommen denn da noch? Wie alt ich geworden bin, halt seit ich das letzte Mal Borderlands gespielt habe, bei dem Anfang Spiel? Von 2, ja. Das war, wann war denn das? 2012? Au. Borderlands 2? Da gab es ja noch nicht mal Curved Display für sie. Wie haben die Leute damals nur gelebt? Ja, wie konnten die so leben damals? Wo ist denn das? In irgendeiner Comedy-Serie haben sie doch auch dieses mit denen, dass sie so tun, als wäre es ein Jahr vorher. Das war bei Switch. Im Wesentlichen ist das eine riesige Kanone, die mit 1000 Meilen die Stunde Vorräte auf die Mondoberfläche schießt. Wir steigen in einen der Container und machen die Fliege. Abenteuer 2006, Leben wie vor einem Jahr. Stimmt, genau so. Das war das. Die Bodonko-Trikot. So, jetzt sind wir nämlich bei der Moonshot-Kanone. Los. Hat schon jemand grob verstanden, worum es geht? Nee. Cool. Nämlich das irritiert, dass er jedes Mal die Waffe wegschmeißt, wenn ich nachladen will. Ah! Aber ich lese einfach später die Sekundärliteratur, was soll's. Oh, gestorben. Kriegst du den kaputt da? Da sind nämlich noch welche. Irgendwie funktioniert meine Waffe gar nicht. So wie sie soll. Geh, sterb. Dankeschön. Ja, vielleicht komplett so heilen. Nicht. Im Zweier konnte man den Claptrap nicht spielen, oder? Nee. Nee. Ich hatte Vermutung. Geld, Rache. Aber wer brauchte hier schon jemals einen Grund? Ach so, sie erzählt auch immer noch so ein bisschen... Ja, das ist alles Teil dieser Rückblende. Ja, im Verhör. Also ich habe bei mir gerade zum Beispiel die Dialoglautstärke lauter gemacht als die Musik und die Audioeffekte. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich finde das... Von der Abmischung sonst ist die Dialoge ein bisschen leise bei mir. Das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Ich stell's auch mal auf lauter. Nur so ein bisschen, vielleicht ändern zwei Sachen irgendwie auf 7 oder so und die Dialoge auf 10 lassen. Auf keinen Fall auf 8. Ja,
Wir haben sicherheitshalber sowieso die Audio, die Untertitel mal angemacht, weil wenn vier Leute hier spielen und Scheiße erzählen, ständig das Maul offen, dann... Wir haben auch überlegt, ob wir zusätzlich noch unsere Dialoge untertiteln. Aber mit anderen Texten. Ja. Oder in gleich in einer anderen Sprache. Spanisch. Minuspunkt, GameTube-Dialoge nur mit deutschen Untertiteln. Boah, wie viel Zeug man hinterhergeschmissen kriegt. Jetzt habe ich das erste Mal was aufgehoben, was ihr mir nicht wegnehmen konntet. Habt ihr schon das neue Ausrüstung Munition bekommen? Ich wollte gerade sagen, das ist doch alles nur... Es gab doch noch gar keine Waffen neue. Also ich habe jetzt Waffen aufgesammelt. Echt? Ich habe gerade eine neue Pistole bekommen. Ich glaube, ihr lügt ganz schön. Ich muss mal kurz Loot abgleichen. Achtung, das ist eine Zwischensequenz. Ja. Werdet geläutert durch die Hitze. Ich sag mal, Heldenherz. Flame Knuckle. Wie viele Bossgegner schmeißen die denn hier hinterher? Das ist ein Ausverkauf. Das sieht so ein bisschen aus wie Bison aus Street Fighter. Bison heißt der. Dessen Rüstung ist aber auch gebaut wie durchschnittliche Mittelalter-Rollenspielrüstung von Frauen, oder? Wieso? So die Stellen, die eigentlich geschützt sein sollten, total offen. In der Mitte offen. Ja. Die neue Waffe, die ich habe, ist voll geil. Man kriegt nur Crits die ganze Zeit. Die habe ich auch. Ich glaube, das liegt nicht an euren Waffen. Das liegt daran, dass man den Typen in der Mitte trifft. Dann ziele ich halt so geil. Entschuldigung. Boah, ey. Hallo, ich brenne. Bei mir wirft übrigens auch immer die Waffe weg. Oh, Claptrap. Ha, Level up. Geil. Wow. Skillpunkt. Guck mal, der bleibt hier noch. Er hat hier irgendwie noch Kumpels eingeladen. Ja, du sagst. Was war denn jetzt? Der rennt hier immer noch rum. Ah, nee, das war's. Da kommen noch welche nach. Oh ja. Landungsschiffe! Ich wollte es gerade sagen. Da weiß man nie, wer zuerst kommt. Der Fritz oder das Landungsschiff? Der Fritz. Ich bin ja jetzt natürlich nicht eingeweiht in eure ganzen Destiny-Insider. Der Fritz findet es immer gut, wenn Landungsschiffe kommen. Wieso? Egal wie lahm, keine Ahnung. Geht ihm halt eine ab. Was sollen wir machen? Jeder braucht eine Zwangsneurose. Boah, wie gangen wir den jetzt da gerade her? Das ist wie auf dem Schulhof. Boah, der hat aber ordentlich Lebenspunkte, der Typ. Nicht mehr lang. Na, jetzt geht er aber gerade voll in die Binsen. Kritisch, kritisch, kritisch. Macht mich hier fertig, ja schon. Laut Anzeige habe ich jetzt irgendwie meine Spezialfähigkeit freigeschaltet, aber ich kann sie nicht benutzen. Ich glaube mit T. Ich spiele mit dem Gamepad. Aktivieren. Kann mich jemand aufstellen? Ja, ich mache schon. Loot. Auf T ist aber ganz schön scheiße. Wie kann ich denn jetzt meine Skills aktivieren? Auch im Inventory? Nee. Doch. Wenn du I drückst, kannst du oben rüber drücken. Ah, geil. Okay. Und dann, pass auf, jetzt schreib mir hier mal. Macht der Gefangenen keine Komplimente. Oh, was gibt's denn da noch? Ach Gott, die quatschen in den Rückblenden sogar noch. Also, da quatschen sogar dann mehrere Personen noch. In diesen Off-Kommentaren. Ist ja wie unser Let's Play, furchtbar. Seid ihr alle gerade irgendwie in Menüs drin? Ja. Also ich habe jetzt meine Fähigkeit mal aktiviert, den Showdown. Weißt du noch, in welcher Taste das ging? War das mit F? Fragst du mich? Ja. Ich habe das immer mit Gamepad gespielt. Tastenzuweisung. Ich weiß nicht warum, aber ich habe ungefähr 1 Million Badass-Punkte zu verteilen bekommen. Wahrscheinlich, weil ich die Vorgänger gespielt habe. Aha, ich kann also irgendwas auslösen, was kein Mensch begreift. Oh, warte mal, ich habe auch noch Badass-Punkte. Wie heißt denn das überhaupt? Ich finde das jetzt überhaupt Borderlands nicht the Pre-Sequel. Schnauze. Ich möchte nicht mehr mit ihm spielen. Das ging schnell. Achso, man muss sie erst aktivieren. Also ich habe irgendwie Wolf und Saint. So, ich krieg jetzt hier irgendeine Kombination aus irgendwelchen Sachen. Ich bin jetzt der Brandbot. Ui, ich habe einen kleinen Bot dabei, der brennt. Mit Flügeln. Moment, ich verteile gerade noch meine Badass-Tokens, die ich noch von... Die Mucke ist super. Die Musik ist ja der Hammer von dem. Nicht hier. Moment. Die Zuschauer passen alles. Gleich ist er weg. Was, wo ist er? Hier.
Aber was macht er denn? Explodiert. Dann werden wir die Punkte noch weiter verteilen. Und ich glaube, wie sieht's denn mit unserer Zeit aus? Hat irgendjemand drauf geachtet? Nee. Ach, guck mal, ich hab hier zwei so eine Drohnen, die irgendwie was machen. Moment, machen wir das noch drei davon. Gibt's da auch so Emote-Dings? Also kann das tanzen auf Kommando? Ach, schade. Das gibt's nicht. Ich bin sehr, sehr klein, oder? Wenn ich hier so vor euch stehe. So. Ja. Aber ist deine Kamera auch dann auch so tief? Ja, ich schaue euch quasi direkt. In den Schritt. Ja. Das ist ja auch witzig gemacht. So, sollen wir dann weiter? Ja, von mir aus. Wo lang denn? Zum Wegpunkt, oder? Ja, da hoch, oder? Michi läuft schon vor. Ja, von Streber. Da oben kommen wir in den Moonshot rein. Ich hol den Lift. Wir haben uns, glaube ich, gerade gegenseitig zum Duell gefordert. Nee, ich gehe hier raus. Ich wollte gerade sagen. Nee, Martin, das machen wir jetzt nicht. Du bist so eine Pussy. Verdammt, irgendwas blockiert den Lift da oben. Wir müssen uns was einfallen lassen. Okay, schräge Idee. Ich bastle was am Ladeterminal. Der Jack hat immer weniger Lebenspunkte. Das ist vorbei. Können wir ihn jetzt schon töten und damit Borderlands 2 verhindern? Ja. Auch den Verkaufserfolg. Dann würden wir aber auch die Gearbox wird dann halt dicht machen. Dann würden wir aber auch unser eigenes Let's Play verhindern. Naja, und dann müsste ich mein Rolls Royce zurückgeben. Was für ein Zylinder? Wo? Was? Hier. Nee. Darüber, oder was? Das brauchen aber alle Spieler dafür. Das hier, oder? Das ist die zweitgrößte Kugel, in der ich je war. Das ist doch keine Kugel. Doch. Ach so, das ist so eine Riesen. Ach so, das ist die Trommel von dem. Von dieser Riesenwaffe. Ich wollte gerade sagen, das. Ja. Na, oben angekommen, gib den Lift frei, damit die nachkommen kann. Das ist ja voll cool. So, tatsächlich, da ist dann die nächste. Den Riesenrevolver. Wo ist denn der Knopf da oben, oder? Oh, voll UV. Er ist total eingequetscht. Macht nichts. Die empfinden keine Schmerzen. Einfach raus. Oh, diese Loader nerven. Kein Wunder, dass Dahl uns so einfach überrennen konnte. Ich brauche mehr Soldaten. Badasses. Michi, kommst du wieder hoch? Ja, ich fahre mit Jack wieder hoch. Was mir gerade aufgefallen ist, meine Nahkampfwaffe ist halt eine Peitsche. Wow, cool. Saber Rider and the Star Sheriffs. Ach, guck mal, jetzt gibt es hier auch die ersten Shops. So, jetzt müssen wir nur noch in einen Moonshot kommen. Geld ausgeben können. Wenn ich nur einen Überblick hätte, was man hier alles tun kann. Ah, die Schweine! Was war mein Superskill? Oh, das ist ja geil. Okay, jetzt hast du mich schon zum zweiten Mal gerettet. Jetzt müssen wir... was zum... die Autoschusssteuerung ist beschädigt. Einer muss hierbleiben und die Kapseln von Hand starten. Weiter hin. Ich würde dir sagen, du Nische, aber du bist viel zu hübsch, um zu sterben. Die Tour zieht bei mir nicht, Cowboy. Okay, neuer Plan. Ich bleib hier. Ich brauch dich unten auf dem Mond. Du musst das Störsignal finden und abstellen, sonst kriegen wir die Mondbasis nie unter Kontrolle und dann können wir die Kammer vergessen. Bist du dir sicher? Du stirbst wahrscheinlich. Ach, du hast mir auch schon ein paar Mal das Leben gerettet. Jetzt bin ich dran. Außerdem, ich bin ein Heldbaby. Da gehört Selbstaufopferung zum Job. Oh, gut, ein Mediaautomat. Ja, ich habe hier einen aufstellen lassen, als ein Arbeiter einen Unfall hatte und seinen Torso verlor. Heil dich lieber vor deiner Reise zum Mond. Und deck dich auch mit Munition ein. Da drüben gibt's welche. So. Wir müssen einen Moonshot-Container hier. Heilkram. Normal transportieren wir damit vor. Ohne Heilding gekauft. Ja, die meisten meiner Waren. So, jetzt geht's auf den Mond, oder wie? Oder was? Ich glaube, ja. Mich bald. Wie komm jederzeit. Und ich glaube, dass das schon ein guter Punkt ist, um eine kleine Pause einzulegen. Der Container, ihr dürft es tun. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.